Hallo und herzlich willkommen. Was ist eigentlich die Aufgabe vom CVD im Gesamtverband und wer arbeitet hier? Dazu begrüße ich heute Daniel Rempe. Viele kennen dich wahrscheinlich noch als den Programmreferenten, aber wenn ich mich recht erinnere, war ja auf der Mitgliederversammlung angekündigt, da wird sich was verändern, vom Programmreferat zum Referat missionarische Jugendarbeit. Was bedeutet missionarische Jugendarbeit eigentlich im CVM? Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo du hinguckst, aber ich würde sagen, so grundsätzlich aus meiner Perspektive, missionarische Jugendarbeit im CVM findet dort statt, wo junge Menschen mit Worten und Taten die Liebe Gottes weitergesagt werden, wo sie diese Liebe erfahren und erleben können, wo sie das für ihr eigenes Leben als Grund, als Halt entdecken können, Schritte im Glauben gehen können. Genau, das ist das alles, was missionarische Jugendarbeit umfasst. Die Form und die Art und Weise, wie das passiert, die ist sehr unterschiedlich, die hängt am Kontext. Das sind Jugendwochen, Jugendevangelisation, das ist die Tenzing-Gruppe, die es da gibt und die eine Show erarbeitet und da in dem Prozess passiert was. Oder das sind Jugendgruppen, Mädchenkreise, Jugendgruppen, was auch immer, Freizeiten ganz viel. Also in all dem, wo wir gemeinsam mit jungen Menschen unterwegs sind und ihnen die Liebe Gottes, das Evangelium weitersagen, da passiert missionarische Jugendarbeit im CVM. Das klingt sehr umfangreich. Da passen viele Programme, viele Projekte, Veranstaltungen rein. Was konkret wird jetzt deine Aufgabe sein und wie ist es eigentlich aufgestellt? Also wie aufgeteilt, Arbeitskreise, welche gibt es da? Genau. Also vieles passiert da vor allen Dingen natürlich auch vor Ort. Das ist ja immer die Basis im CVM, das ist auch gut so und richtig so und soll so bleiben und weiterhin so sein. Und dann gibt es die Landesverbände oder Mitgliedsverbände, die das unterstützen, was die Ortsvereine machen an vielen Stellen, zum Beispiel ja bei Freizeiten. Und unsere Aufgabe im Gesamtverband ist eher zu gucken, wo erleben wir, wenn wir über missionarische Jugendarbeit nachdenken oder wenn wir die auch tun, wo erleben wir eigentlich aktuelle Herausforderungen. Also wir haben jetzt gerade beim Strategiewochenende hier zum Beispiel über das Thema Schule geredet. Sicherlich eine Herausforderung für Jugendarbeit allgemein, auch im Speziellen für missionarische Jugendarbeit. Und der Gedanke des Referats und auch des Arbeitskreises und damit auch meine Aufgabe ist, sondern zu gucken, wo sind aktuelle Herausforderungen und wie können wir darauf reagieren. Beispiel sozusagen schon aus der Vergangenheit, etwas, was schon läuft, ist, Liest du mich, unsere Bibelleseinitiative. Wir haben gemerkt, das Bibellesen ist nicht mehr alltägliche Praxis in CVM, nicht bei den Mitarbeitern, nicht bei den Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Kindern. Und haben gesagt, okay, das ist ein Problem, was wir gemeinsam haben, was nicht nur einer vor Ort oder ein Paar vor Ort oder ein Landesverband hat. Darum lass uns doch gemeinsam so eine Initiative starten. Das Zweite könnte sein, wir erleben, es gibt in einer Region eine gute Praxis. Es gibt zum Beispiel Jugendgemeinden, die in einem gewissen Bereich gut funktionieren oder die einen Ansatz sind, um junge Menschen zu erreichen oder was auch immer es noch sein könnte. Also wir merken Glaubenskurse. Da entdecken Leute was gut funktioniert und merken, okay, das sollten wir nicht für uns behalten, das sollten andere auch ausprobieren können. Dann ist der Gedanke des Arbeitskreises und des Referates, diese gute Praxis zu multiplizieren, an andere weiterzugeben durch zum Beispiel eine Initiative, durch eine Publikation, durch ein Seminar, eine Veranstaltung, ein Forum, irgendwie so. Also gute Praxis entwickeln, wo es neue Herausforderungen gibt, gemeinsam, und gute Praxis multiplizieren, wo einige schon eine Spur gefunden haben, wie man missionarische Jugendarbeit in dieser Zeit, in der wir leben, machen kann. So, das ist die grundsätzliche Aufgabe. Meine Aufgabe dabei ist, eben das zu koordinieren, anzuleiten, voranzugehen, hinterherzugehen zugleich, also diesen Prozess am Leben zu erhalten, diese Entwicklung von neuen Ideen und Multiplikation von guten Ideen, die es schon gibt. So, genau. Wer ist in dem Arbeitskreis noch mit alles vertreten? Arbeitskreis missionarische Jugendarbeit sind aus jedem Landesverband oder Mitgliedsverband, muss man korrekterweise sagen, jedem Mitgliedsverband eine Person benannt. Genau, kann man irgendwie ja nachlesen auf der Internetseite oder kann in seinem Mitgliedsverband nachfragen, wer das wohl ist. Also Leute, die in ihrem Landesverband, ihrem Mitgliedsverband aktiv in der missionarischen Jugendarbeit tätig sind. Und sagen, okay, da bringe ich mich auch nochmal auf der deutschlandweiten Ebene mit ein und gestalte das mit. So. Was ist jetzt besser geworden als zu dem Referatprogramm? Also ich glaube, es ist klarer, was wir da eigentlich tun. Also das Referat, du hast ja am Anfang zwar gesagt, missionarische Jugend, aber das ist auch noch sehr groß. Das ist auch ein bisschen so gewollt, aber Programmreferat war noch größer. Da konnte man alles drunter verorten, was man irgendwie so wollte, und das war auch so. Also ich glaube, es gibt eine klarere thematische Orientierung. Wir reden jetzt hier über missionarische Jugendarbeit, damit ist was beschrieben. Und zugleich ist es noch flexibel genug, um auf Herausforderungen zu reagieren. Ich glaube, das ist auch was besser geworden ist. Wir haben ein Thema, über das wir sozusagen entscheiden können, das machen wir auch nicht. Und wir
haben so eine, können flexibel auf Herausforderungen reagieren. Das ist, glaube ich, die Chance, die das Ganze bietet. Und wenn man und die Grundhoffnung dabei ist, dass das nochmal die missionarische Jugendarbeit im deutschen CVM, in den Mitgliedsverbänden, aber am Ende immer vor Ort und immer in Kontakt mit dem einzelnen Jugendlichen, dem einzelnen Kind, dem einzelnen jungen Erwachsenen stärkt und unterstützt. So. Das heißt, die Zielgruppe sind Kinder, Jungscholler, junge Erwachsene, quasi querbeet alle, genau, die im CVM sind? Theoretisch ja, wobei wir bewusst gesagt haben, wir denken das nicht mehr über die Zielgruppe. Es gibt weiterhin Arbeitskreis Jungscher und Projekte mit Kindern, weil wir da gemerkt haben, das ist nochmal eine spezielle Altersgruppe, dafür braucht es auch nochmal einen Arbeitskreis, der sich da Gedanken drüber macht, der es auch schon lange Jahre gemacht und das weiterführt, was er da gut tut. Aber klar, missionarische Jugendarbeit, Jugendarbeit von der Altersgruppe in einem sehr umfassenden Sinn, aber bei Liest du mich sieht man das super, da sind wir nicht über die Altersgruppen gegangen, sondern über das Thema. Okay, danke schön für den Einblick. Ich wünsche euch Gottes Segen und viel Kraft in den neuen Strukturen von missionarischer Jugendarbeit. Dankeschön.